Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Fred. Ich bin ein bisschen mit den Pokalen runtergegangen, was im Grunde nichts anderes bedeutet als das, was ich schon mal hatte. Eine Truppe gegen eine Base. Das ist das, was wir heute probieren. Und bevor wir aber loslegen, wir machen das so. Ha, das ist gute Arbeitsaufteilung. Ich habe nämlich schon zwei Bases gefunden gehabt, die habe ich aufgenommen. Die gucken wir uns jetzt mal eben an. Und in der Zeit, wenn ihr euch das anguckt, suche ich schon mal die nächste Base raus. Also, bis gleich. Oh, ich habe einmal geklickt und wir haben es geschafft. Die Frage ist natürlich jetzt, das ist eine sehr weitläufige Base von UZB 2016. Welche Truppe nehmen wir? Welche Truppe nehmen wir? Den König und Königin hatten wir eben, haben wir gesehen. Golem ist ein bisschen langsam. Pekka, ne? Pekka. Oder nehmen wir den Lavahund? Der Lavahund kann sich nicht splitten. Der Lavahund kann sich erstens nicht splitten und zweitens kann er gegebenenfalls dann die Clan-Truppen. Aber die Clan-Truppen könnte er kaputt machen. Das ist echt so eine Zeitfrage. Du weißt nicht genau, ob es von der Zeit reicht. Endlich mal Clan-Truppen. Der kleine Bruder von Fredonaut hat nicht mal Clan-Truppen. Und das ist jetzt echt die Frage, reicht es oder reicht es nicht? Nichts kann ihm was anhaben. Die Frage ist echt, reicht es von der Zeit oder nicht? Deswegen werden wir mal unsere kleine Magiekugel anwerfen und werden eine kleine Zeitreise machen und mal schauen, ob es gereicht hat. Oh, überraschende Wendung. Wir hatten tatsächlich einen Tesla, deswegen ist mein Pekka ein bisschen angeschlagen. Wir schaffen es aber leider nicht. Wir werden es leider nicht schaffen, jetzt wo noch eine Minute zu spielen ist, werden wir es leider nicht schaffen, diese Base leider komplett mit einer Truppe zu zerlegen. Deswegen nehme ich noch meine Helden dazu. Und die kleinen Kobolde hätte ich mal besser für die Ecken setzen sollen. Aber gut, es ist gerade mal Nummer 1. Ich bin auch optimistisch. Ich habe ja noch einen Drachen. Was könnte ich denn sonst noch nehmen? Eine Valkyrie und eine Hexe. Das sind noch meine Trumpfkarten. Die werde ich jetzt gleich mal ausbilden. Und dann werden wir mal sehen. Aber wir schaffen es erst noch. Wir holen uns jetzt erst noch hier eben die drei Sterne. In Bronze 1. Ey, du hast so verrückte Bases in Bronze 1. Es ist unglaublich. Es ist auf der einen Seite unglaublich. Auf der anderen Seite ist es einfach nur extrem lustig. Und ich habe auch eine neue Trollbase gebaut. Die gucken wir uns gleich mal an. Ich warte, oder beziehungsweise, ihr müsst mir bei der Trollbase mal helfen. Ich habe sie gebaut, bin mir aber noch unsicher, welche Regeln wir da machen sollen. Also, hier ist sie. Wir gucken uns das mal an. Ich hatte mir so überlegt, dass man von der Seite reinkommt oder von der Seite und man muss natürlich bis zum Rathaus. So, jetzt habe ich mir überlegt, nur die Regeln sind noch nicht ganz sicher, weil du kannst ja, wenn du mit richtigen Truppen reingehst, wirst du wahrscheinlich 100% holen, aber naja gut. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, mit welchen Truppen oder mit welchen Regeln wir da am besten spielen können bei dieser Trollbase. Würde sagen, ich bilde jetzt mal, was brauchen wir noch? Was habe ich gesagt? Wir nehmen einen Magier, wir nehmen einen Baby Dragon, wir nehmen eine Valkyrie, wir nehmen eine Hexe, wir nehmen einen Hawkrider und wir nehmen einen Bowler. Und meiner. Was habe ich sonst noch? Habe ich irgendwas Gutes vergessen noch? Ah, Riese würde ich jetzt eher nicht nehmen. So. Und jetzt suche ich nochmal. Und dann, wenn wir die Gegnerbase haben, dann werden wir genau gucken, dann haben wir die freie Auswahl. Dann haben wir die freie Auswahl an Truppen, da müssen wir uns nicht nur festlegen, guck mal, wie lange die Lupe schon geht. Ach ne, sowas aber nicht. Und ich will euch jetzt auch nicht weiter quälen mit der endlosen Gegnersuche, deswegen kurze Cut, bis gleich, Leute. Ja, ich überlege gerade, ob ich ihn hier nehme. Ich hatte nämlich mal überlegt, Er hat keine einzige Luftabwehr. Ich hab da so Lust drauf, einfach mal den Lavahund hier drauf zu schicken. Wir schicken einfach mal den Lavahund drauf. Am besten hier hinten auf den. Na, wobei. Er muss ja kaputt gehen. Komm, was sonst? Habt ihr das gesehen? Er wusste gerade gar nicht, wo er hinfliegen soll. Oh nein, er hat Tesla. Aber wobei, wir haben ja gesagt, eine Truppe gegen eine Base. Das heißt aber nicht, dass wir nicht Zauber nehmen dürfen. Aber wir werden sehen. Er wird noch mehr Tesla haben. Das ist das große Problem. Er wird noch mehr Tesla haben. Ich weiß gar nicht, was uns jetzt hier erwartet. Ob vielleicht der Lavahund in der Lage ist, zumindest... Ja, wie viel Prozent er holen wird? Wir haben jetzt noch 2 Minuten 27 übrig. Und die Frage wird sein, wie viel Prozent kann er uns holen? Wird er in der Lage sein, vielleicht 10% zu holen? 20%? Oh, bam, bam. Wird er vielleicht direkt vom Tesla kaputt gehen oder nicht? Nein, es kommt Clan-Truppen. Nein. Lasst
Lass doch bitte meinen Lava-Hund in Ruhe. Was fällt euch ein? Lasst meinen Lava-Hund in Ruhe. Magier, geht kaputt. Oh, der Magier ist kaputt. Okay. Na gut, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Wir müssen aber allerdings überlegen, wenn gleich noch weitere Clan-Truppen rauskommen, bräuchten wir vielleicht dann doch mal den Blitzzauber. Wir werden sehen. Wie gesagt, eine Truppe gegen eine Base. Wir haben nicht gesagt, dass Zauber nicht erlaubt wären. Oh, er ist jetzt gleich. Er splittet sich gleich. Er wird sich gleich splitten. Nein. Ah, so kurz vor knapp. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Eieieiei. Doch viel weniger Prozent geholt, als ich dachte. Und da, immerhin, man muss es auch positiv sehen, wir haben dadurch ein paar Pokale verloren. Ich hatte gedacht, sie schaffen mehr. Oder beziehungsweise er schafft mehr. Mist. Da ist er, der letzte ist kaputt. 4%. 4 mickrige Prozent. Okay, alleine ist der Lava-Hund nicht gut. Aber das wird uns auf jeden Fall nicht davon abhalten, nochmal es zu probieren. Oh, ich würde mich ärgern, wenn ich es hier nicht probieren würde. Ohne Witz. Dark Void, Fiance Clan. Das Problem ist, die Base ist gar nicht mal so inaktiv oder beziehungsweise so schlecht, wie sie jetzt eigentlich auf den ersten Blick scheinen mag. Deswegen, wir probieren es einfach. Wir probieren es mal mit Blitzerei. Wir probieren es einfach mit der Blitzerei. Er hat so viel, was hier im Grunde geblitzt werden könnte. Wenn wir die ganze Luftabwehr wegkriegen würden, wäre das natürlich schon mal nicht schlecht. Oh Mist. Wir kriegen nicht ansatzweise die ganze Luftabwehr down. Da vielleicht noch? Na, die ist down. Okay, jetzt da noch einen rein. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Okay, der ist auch down. Sehr gut, jetzt noch ein Erdbeben, dann ist das auch Geschichte. Okay. Nein, komm. Ah, der Minenwerfer nicht ganz. Welche Truppe nehmen wir denn jetzt mal? Das ist die große Frage. Welche Truppe nehmen wir? Wir haben keine Chance eigentlich. Mit einer Truppe alleine wird es nicht reichen. Boah. Wir müssen die Regel brechen. Und zwar brechen wir die Regel und nehmen auf der Seite den Päcker. Und nehmen auf der anderen Seite den Drachen. So, mal gucken, ob es funktioniert. Ja, die Regeln wurden ein bisschen gelockert. Ich weiß, ihr habt ja recht. Es ist gegen meine eigenen Regeln. Trotzdem, ich hätte mir in den Arsch gebissen, wenn ich es nicht doch einfach mal probiert hätte. Auch wenn es mit zwei Truppen ist, ist es doch egal. Es geht um den Spaß. Der Spaß ist hier im Vordergrund gegen Dark Void von Fiance Clan. Ich bin mal gespannt, wer räumt denn mehr auf? Wer hält mehr aus? Ihr müsst überlegen, auf der Seite sind zwar noch die Magiertürme, die wird, denke ich mal, gleich der Päcker relativ zeitig erlegen. Ach, verdammt. Ah, nee, der Tesla macht ja keinen doppelten Schaden mehr. Haha. Der Tesla macht ja gegen den Päcker keinen doppelten Schaden mehr. Und er ist noch ganz gut dabei. Er muss aber jetzt allerdings aufpassen gegen den Barbarenkönig. Komm. Ah, okay, zwei Schläge, dann war der Barbarenkönig down. Auf der linken Seite, wir müssen immer mal so ein bisschen... Na, so ärgerlich gegen eine Skelettfalle, da hat er keine Chance. Gegen eine Skelettfalle, da ist er machtlos. Mist, und da ist er tot. Auf der anderen Seite ist der Drache auch noch am Leben. Das Problem beim Drachen ist halt immer, er hält nicht so viel aus wie der Päcker. Er ist langsam. Selbst wenn er jetzt Max ist mit Level 6, er ist ziemlich langsam, deswegen werden wir es auch nicht schaffen. Leider. Wir könnten noch ein bisschen rumtricksen, können wir leider auch nicht, weil die X-Bögen auf Boden stehen und eine zu große Reichweite haben. 43%. Ich würde aber auch sagen, aus Spaß setzen wir einfach nochmal was. Und zwar in diese Richtung. Oh, unser kleinen feinen Freund, den Baby Dragon. Mal gucken, was der noch so hinkriegt. Na, okay. Der Typ ist echt hart. Der Typ ist eine harte Nuss. Muss ich wirklich sagen. Was der Dark Void uns hier abverlangt. Jetzt Skelett gegen Skelett. Was war das denn? Die sind einfach an den Skeletten vorbeigelaufen. Die Skelette von ihm sind einfach an meinen Skeletten vorbeigelaufen. Jetzt müssen wir gucken. Kann die Hexe noch weitere Skelette nachspawnen oder nicht? Ja, sie spawnt nochmal welche nach. Es wird knapp mit 50%. Wobei ich auch nicht, ich will nicht unbedingt auf 50% gehen. Ich brauche die Pokale nicht. Ich brauche den Liga-Bonus, brauche ich sowieso schon mal nicht. Es wollte einfach mal lustig sein. Na, okay. 48%. Mann! Gibt's doch nicht. Das hat sich ja gelohnt. Ich würde sagen, wir machen noch eine Folge nicht. Einen Angriff noch. Ich habe noch eine Idee. Ich suche noch einen Gegner raus. Und ich weiß nicht, was ich in der Clanburg habe. Ich habe nicht drauf geachtet, ich habe es nicht nachgeguckt. Und wir werden die Clanburg setzen und werden mal gucken, was da so passiert. Aber das muss schon eine schlechte Base sein. Das muss schon eine richtig schlechte Base sein. Das darf nicht so eine sein wie gerade. Das muss schon, vom Niveau her muss da schon noch ein bisschen drunter liegen. Also, nur ein kurzer Cut. Bis gleich.
okay, wir vergessen mal die Pläne, die ich eben hatte. Ey, ganz ehrlich, was ist das für eine Base? Die muss ich mitnehmen. Das Problem ist, ich habe nicht mal ansatzweise die richtigen Truppen eigentlich dabei. Und wir gambeln trotzdem und gucken nicht, was in der Erklärung ist. Versprochen. Wir gucken nicht nach. Oh, eine Riesenbombe. Eine Riesenbombe. Da wird wahrscheinlich... Okay, da ist ein Tesla. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir nehmen jetzt... Wir müssen hier alles mitnehmen. Ich habe so lange gesucht. Ich will unbedingt hier den Loot mitnehmen. Guck dir mal den Loot an. Alles schön in der... Ja, relativ in der Mitte. Relativ in der Mitte verteilt. Das ist so eine Walküre. Schweinreiter. Ich habe ja nur diese Rumpftruppen, ne? Ich habe ja leider nur die Rumpftruppen. Wir können sonst nichts machen. Aber es sollte doch reichen. Sollte doch reichen. Wo tun wir den Erdbeben mal am besten hin? Den Erdbeben... Brauche ich den überhaupt schon? Wobei, wir machen ihn ein. Wir machen ihn ein. Und jetzt gleich kommt... Ah, die Königin geht mir auf die Eier schon wieder da. Jetzt springt sie drüber. Ha, das war ein Fehler. Jetzt läuft der König weg. Oh, jetzt läuft er wieder oben. Was macht denn der König da? Mein Mikro ist am Eskalieren bis hinten ging. Was macht denn der König da? Geht wieder zurück. Jetzt kommt die Clanburg-Eskalation. Barbaren. Und ein paar... Okay, Bartsch. Ich habe Bartsch in der Clanburg. Ich habe extra nicht nachgeguckt. Aber wir sollten auch so einiges noch an Loot mitbekommen. Das sollte reichen. Ja, das reicht. 40er Helden sind da doch ein bisschen zu stark für den Rest. Aber, oh, wir dürfen nicht vergessen. Geil, ich habe sogar noch 2, 3 Kobolde dabei mit ihrem geilen Irokesen. Sehr gut. Wir kriegen noch den ganzen Loot. Das hat sich gelohnt. Richtig cool. Ja, nehmt das noch mit. Nehmt das ruhig alles mit an Loot. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich habe einen Arbeiter frei. Wir können eine Mauer machen. Wir können ja noch eine Mauer machen. Und dann... Tesla, nee, Tesla habe ich aktuell doch, nee, warte mal, was baue ich denn gerade noch aus? Doch, Tesla, der letzte Tesla geht auf das Maximum. Dann fehlt mir noch, X-Bogen und Minenwerfer. Und, der Bombenturm ist sogar schon auf dem Weg Richtung Maximum und dann haben wir alles. Hat ein bisschen länger gedauert diesmal, weil ich jetzt zwischendurch nicht so ganz so aktiv gespielt habe, aber es reicht dann im Endeffekt ja trotzdem. Und 100% mit unseren Rumpftruppen ist auch okay. Ich habe echt lange gesucht und den hier konnte ich nicht... den konnte ich nicht liegen lassen. Den konnte ich nicht liegen lassen. Ich bin schon bei über 30 Minuten Aufnahme. Im Grunde für insgesamt, ich weiß nicht genau, wie viel das insgesamt sein wird. Ich denke mal so 10 Minuten oder so. Ungefähr wie immer. Ich habe schon wieder weitere Truppen in der Ausbildung. Wir bilden noch 4 Stück davon aus. Und das ist dann auch fertig. Und dann sage ich noch nicht Dankeschön fürs Zuschauen, denn wir bauen ja noch unsere Mauer. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.